weiß gar nicht mehr mal, ob ich überhaupt noch richtig da war. Steh auf, steh auf. Steh auf, du, darf ich dir sagen, du Wichser, zu mir selber, steh auf, du Wichser. Und man sieht's ja, wie schön blutig dann der Ring war. Geil, einfach geil. Ich hab so gelacht, so vor Freude, weil das ist genau für solche Momente lebt ein Sportler. Für solche Momente, da habe ich Tränen in den Augen. Servus Sportfreunde, und zwar machen wir heute die Reaction auf meinen letzten Kampf. Auf den legendären Kampf. Das war mir gar nicht so bewusst, was ich da eigentlich Übermenschliches geleistet habe. Das kam mir erst so ein, zwei Wochen danach, was ich da eigentlich gemacht habe. Und schauen wir gemeinsam den Kampf an und ja, auf geht's. Und da ist er, der Kelte, Christian Jungwirth. Wieder klassisch mit dem Böse Onkels Walk-In. Der Typ ist einfach so eine Kultfigur. Und jetzt guck dir mal an, was hier in der Halle los ist, wenn der seinen Weg in den Käfig macht. Das ist ja unfassbar. Wow! Und jetzt wird hier wieder im Chor mitgesungen. Was für eine Energie in der Arena, wenn dieser Mann den Raum betritt. Stellt er einfach alles auf den Kopf. Die Schmerzen im Kopf waren ein. Das traurige Gefühl. Freunde, verlorene Liebe, auf alte Götter. Geil. Einfach mein Lied, das passt zu mir. Ja. Genau, der ganz normale Wahnsinn. Ja, da habe ich mich von meinen Trainern, Teamkollegen verabschiedet. Vom Schicksal gefegt. Und immer drei Promille. Super spät zum Kampfsport gekommen. It's Showtime. Ist mein Zuhause. Der Cage. Octagon, ist mein Zuhause. Das kann man ja nicht oft genug sagen. Wahnsinn, wie die Leute abgegangen sind, ne? Ja. Es war brutal. Die Stimmung war abnormal. Linie für das geschätzt, was seine Hauptqualität ist, für sein Herz. Und für seinen Einlaufsong. Krass, die Leute singen noch weiter. Obwohl schon Bojan ins Lied kommt. Von meinem Gegner, der Bojan kommt rein. Ja, sehr erfahrener Mann. Von solchen Gegnern habe ich immer geträumt. Geil. Einer von beiden kommt weiter im Tipsport Game Changer. Für einen wird die Reise beendet sein. Woran denkt man dann so, wenn man jetzt auf den Gegner wartet? Ist man so im Tunnel, dass man das gar nicht wahrnimmt? Oder? Nee, ich hab mich da einfach wie im Sparring, wie im Training habe ich mich auf der Matte ein bisschen noch gedehnt, bewegt. Und im Prinzip ist es nichts anderes. Und darauf, ich weiß, was auf mich zukommt, und ja, habe mich da so gut wie es geht versucht, klar zu sein im Kopf, zu entspannen. Und so ist es. Das Lied Hurt von Johnny Cash umschreibt, glaube ich, ganz gut, was passiert, wenn man mit Christian Jungwirth in den Käfig steigt. Denn da ist die Feuerwerk absolut garantiert. Hier sehen wir den direkten Vergleich. Ja, man sieht schon, er hat 5 cm größer, 36, einiges mehr 36. an Erfahrung, aber auch 2 Jahre jünger. Kommen wir also nochmal zur Vorstellung der Kämpfer. Ladies and gentlemen, this is the second quarterfinal and the last quarterfinal of Tip Sport Game Changer. 1 Million Euro Pyramid. Der Boss, der André, der macht seinen Job auch sehr gut. Einfach geiler Typ. Ja, sieht man meine Sponsoren. In dem Sinne, danke, vielen Dank an meine Sponsoren. Ohne euch könnte ich das
nicht machen, meinen Traum nicht leben. Und vielen, vielen Dank für alle, die mich unterstützen. Meine Trainer natürlich. 20 Fights, 14 Wins, 6 KO and 6 Losses. Fighting out of Germany, Christian the Gelb Jungren. Geil, geil. Gänsehaut pur. Ja, wenn man sieht, was für Gegner ich mich stelle. Ich habe damals schon, ich habe 2 Jahre MMA gekämpft. 2 Jahre MMA, trainiert, gekämpft schon länger. Trainiert. Und habe dann in China bei M1 habe ich gegen einen Ex-UFC-Kämpfer gekämpft, den Andreas Stahl. Und sieht man mal, 2 Jahre erst MMA trainiert und ich habe mich den damals schon gestellt. Und jetzt auch, ich stelle mich nur starken Gegnern. Das ist, ja. Nur so kommst du weiter im Leben. Was bringt es, wenn du leichte Gegner kämpfst und dann dich hinstellst, ja, gewonnen und ja, ist nicht meine Art. Ich gehe den harten und steinigen Weg. Den ehrlichen, harten und steinigen Weg. Serbia, Bojan Prometheus Veličković. Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times. Let's go, it's showtime. Wow, geil. Freue mich schon bald wieder, endlich wieder kämpfen zu können. Christian Jungwirth gegen Bojan Veličković um den Einzug ins Halbfinale beim Tipsport Game Changer Tournament. Jetzt geht's los. Direkt nach vorne zeigen, wer der Chef ist im Ring. Da kommt direkt der erste Körpertreffer und der Mann. Ja, das war auch unser Ziel, unser Gameplan, viel zum Körper zu arbeiten. Und ja, Druck zu machen, Clinchen lösen, schlagen, meine Kraft zu zeigen, mein Power zu zeigen. Jungwirths Herz, Jungwirths Cardio und ja. Die Fans sind das große Plus, das er hat. Er muss hier Druck machen, nach vorne gehen und Veličković überhaupt keinen Platz zum Atmen lassen. Sonst kann Veličković eben seine Technik, seine Raffinessen ausbauen. Die Kicks entschärfen von ihm, ja, man merkt schon, er hat schon harte Low-Kicks, High-Kicks. Ja, schöne Rechte von mir. Schöne Schlagkombination von Jungwirth. Ja, da merkt man schon. Da hat er mich schön, da bin ich rausgesteppt. Und in dem Moment kommt sein rechter Kopfhaken und trifft mich genau hinterm Ohr. Und da ist der Gleichgewichtssinn und hat mir halt kurz, ich war nicht weg oder irgendwas oder dunkel vor den Augen, aber kurz die Beine weggezogen und ja, man sieht ja, ich stehe gleich wieder auf. Also, ja, nicht der Rede wert. Aber war ein guter Treffer von ihm. Ja. Dein Clinch. So in meinen Kopf reinzudrücken, Kopfkontrolle. Ja, die Position muss er halten, bis er wieder einigermaßen zu Kräften kommt oder bis er seinen Kopf wieder sortieren konnte. Veličković arbeitet für die Double Underhooks, kommt mit kurzen Haken. Hat er schön gemacht, muss ich sagen. Merkt man halt seinen Judo-Background, ist ja Black Belt im Judo. Und Black Belt im BJJ und da merkt man John, schöner Feger gemacht, den Judo-Feger, keine Ahnung wie der heißt, weiß ich nicht. Ja, und dann merkt man direkt, wo ich jetzt Stopp gedrückt habe, dass er den Griff für den Choke schon ansetzt. Und das habe ich gemerkt und habe mich dann auf den Rücken fallen lassen müssen. Und sonst wäre ich da direkt schon in dem Choke gelandet. Da habe ich dann schnell reagiert. Und da habe ich dann versucht, Richtung Cage meinen Rücken zu drehen. Und dass er nicht drüber kann in die Mount. Damit zurechtkommen, dass Veličković von oben ihn bearbeiten kann. Ja, er ist hier noch in der Full Guard. Oh, der Ellbogen kam jetzt hart zum Kopf.
Das spielt sich hier direkt vor unserer Nase am Kommentatorenpult ab. Veličković arbeitet weiter mit kurzen Schlägen aus der Guard und Jungwirth hat jetzt hier keinen Platz. Er wird mit dem Rücken bzw. dem Hinterkopf an den Käfig gedrückt. Jungwirth muss versuchen, jetzt hier ein bisschen... Ja, da merke ich schon, er will drüber schlupfen. Hat es dann auch leider geschafft. Dass Veličković ihm dann nicht auf den Rücken klettern kann. Veličković versucht jetzt hier zum Mount hochzukommen. Ja, er kriegt den Rücken möglicherweise, aber Jungwirth hat den Rücken noch am Cage. Jetzt dreht er sich wieder zu ihm. Gut gemacht von Jungwirth, aber es ist immer noch gefährlich für ihn. Veličković sitzt jetzt... Hier versucht er meine Hand zu greifen. Und da musste ich mich dann rausdrehen. Leider habe ich ihm meinen Rücken gegeben. Hier verteidige ich noch. Ich wusste ja, das haben wir schon oft genug gemacht im Training, was da auf mich zukommt, wie ich es zu verteidigen habe. Ja, aber jetzt dreht mich Bojan rüber, zieht mich rüber, geht in die Body Triangle rein. Ja, da weiß ich, er versucht mit den Körper-Kopfschlägen mich abzulenken und versucht reinzuschlupfen, was er dann auch jetzt geschafft hat. Und hier war er schon drin. Hier war er schon drin. Und man sieht an meinem Kopf schon, an meinen Augen, der ist schon wirklich, wirklich tief drin. Und jetzt ist er richtig reingeschlupft. Also hier, ja. Es waren jetzt, ich weiß nicht, 20 Sekunden vielleicht. Und da habe ich gemerkt, ich habe ja schon mal einmal einen Kampf so verloren. Am Boden leider, in dem Rear Naked Choke. Am Boden. Gegen den Kalasnic. Und wo ich dann bewusstlos wurde, wo er gemerkt hat, ist dann der Ringrichter dazwischen gegangen, wo nichts mehr ging dann bei mir. Und ja, und die Situation, die ging mir in dem Moment durch den Kopf. Weil so wollte ich den Kampf nicht noch einmal verlieren. Da habe ich mir gesagt, im Kampf, steh auf, steh auf, steh auf, du, darf ich das sagen, du Wichser, zu mir selber, steh auf, du Wichser, steh auf, steh auf. Wenn du verlierst oder fällst, dann wie ein Mann, wie ein Krieger, im Stehen dann irgendwie, keine Ahnung. Aber einfach mal aufstehen und sage ich mal, vielleicht, wenn ich fall, dann spektakulär wenigstens, aber nicht am Boden, nicht am Boden. Steh auf, steh auf, steh auf. Das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Und dann sieht man ja, er rutscht immer tiefer rein in den Choke. Der hat schon die Hand parat und dann richtig schön hinter den Kopf. Ich bin dann nicht mehr mit meiner Hand hochgekommen, um die Hand runterzuziehen. Seine zweite Hand. Das habe ich nicht mehr geschafft zu verteidigen. Und er rutscht immer tiefer, tiefer rein. Und ja, mach ich mal weiter. Und da sieht man, da habe ich mit letzter Energie und Kraft bin ich aufgestanden. Und da sieht man, der ist komplett zu, komplett dicht. Da geht gar nichts mehr. Die zweite Hand ist direkt hinter meinem Kopf. Da bin ich nicht mehr mit meiner Hand reingekommen. Und er hat alles, ihr habt gemerkt, er zieht, er zieht, er zieht, er zieht. Hat alles versucht, den Kampf zu beenden. Und man sieht auch die Beine, ich weiß gar nicht mehr mal, ob ich überhaupt noch richtig da war. Ich weiß nicht, der Ringrichter schaut schon, meine Trainer haben mir im Nachhinein gesagt, deine Augen waren schon verdreht. Und ja, ich habe das auch gemerkt am Boden, meine Augen, die fallen zu, es wird dunkel, ich sehe Sterne. Und ja, dann musste ich aufstehen und es wurde aber nicht besser. Ich weiß gar nicht mal mehr, ob ich überhaupt richtig anwesend war, da in dem Moment im Stehen. Man sieht ja auch, wie ich war komplett versteift und wenig Sauerstoff. Und ja, an den Beinen sieht man es ja auch, wie ich wackel. Und ja, dann habe ich gemerkt, okay, er rutscht. Dann habe ich sein Bein gegriffen, hochgezogen. Ob das was gebracht hat, weiß nicht. Aber in dem Moment, es war, ich sag's euch, wie das möglich war. Herz und Wille und alles zu tun, um zu gewinnen.
Die Situation, wirklich, das kann man ins Leben mit übernehmen. Du bist am Boden, du bist komplett zerstört. Mit deiner letzten Kraft, mit deiner Energie stehst du trotzdem wieder auf. Egal was, du stehst trotzdem auf und kämpfst. Und das ist das, das ist mein Lebensmotto. Aufgeben gibt's nicht. Dafür lebe ich. Für diese Momente, für den... Ja, das ist mein Lebensmotto. Das ist... Ah, das ist... Das kann mir keiner nehmen. Keiner kann mir das nehmen. Keiner. Und ja, und so habe ich mich dann wieder rausgekämpft. Habe dann gemerkt, er lässt nur... Und in dem Moment, als ich ihn angeschaut habe, habe ich seine Verzweiflung in seinen Augen gesehen. Wie konnte er das schaffen? Wie konnte er das überleben? Und ja, das war... Wie gesagt, vor zwei Wochen habe ich, eine Woche habe ich einen Kampf angeschaut in der UFC. Da hat ein Black Belt nach fünf Sekunden getappt. Der war in dem gleichen Choke drin, nach fünf Sekunden. Und ich war 41 Sekunden komplett in dem Choke drin. Da muss ich an der Stelle sagen, meine Kondition ist natürlich High Level. Und dafür arbeite ich auch hart. Und ich mache auch gewisse Atemübungen, die mir in dem Fall auch mit Sicherheit geholfen haben. Und ja, sonst wäre ich da niemals rausgekommen. Und ja. Ich glaube, was auch kaum rüberkommt oder was gar nicht so rüberkommt im Stream, ist die Stimmung nochmal vor Ort. Also man hört, dass die Leute ausrasten, ne? Aber vor, live vor Ort. Ich war ja in Fan-Reactions quasi in dem Moment eingefangen. Auch in deinem Fanblog. Und es war brutal. Wir haben, glaube ich, noch anderthalb Tage die Ohren gepfiffen. von diesem Hexenkessel da. Ja, das war brutal. Wirklich, wie wenn eine Fußballmannschaft ein Tor geschossen hat. So ist die Halle komplett explodiert. Jeder ist aufgestanden. Das habe ich natürlich auch gemerkt. Das hat mich dann auch voll gepusht. Das hat mich dann richtig nochmal, das hat mir dann ja Energie gegeben. Also das war brutal in der Halle. Das war Wahnsinn. Das war einmalig. Das war heftig. Das war ja wie im Film. Wie im Film war das. Krank einfach. Ja, und da versuche ich jetzt halt noch ein bisschen Schaden zu machen, klar zu kommen, auch im Kopf, weil ich war 41 Sekunden ohne Sauerstoff und es war für mich auch schwer, dann wieder klar denken zu können und ja, und hier setzt er auch für den Triangle an. Da habe ich versucht, mit dem Ellbogen durchzurutschen, so ein kurzer Ellbogen, und dann setzt er natürlich gleich für den Triangle an. Und aber das habe ich dann relativ gleich gecheckt. Zum Glück, und konnte mich dann rausbewegen. Und ja. Das ist wirklich Wahnsinn. So, total. Was ich krass fand, dass du, als du ihn abgeschüttelt hast, ne, instinktiv quasi direkt wieder auf ihn drauf bist. Ja. Du sagst ja gerade, dass du 40 Sekunden überhaupt nicht klargekommen bist, quasi, oder auch im Nachgang nichts davon weißt, so quasi, wie du das geschafft hast. Ja, und wie gesagt, er fällt von dir runter und keine Millisekunde später drehst du dich quasi rum und gehst direkt auf ihn drauf. Ja, ich war im Notprogramm. Ich war im Überlebensmodus. Im Notfall war ich. Und das heißt bei mir alles nach vorne. Alles nach vorne. Und das, ja, ich konnte dann auch nicht mehr so richtig meinen Gameplan dann durchsetzen, weil ich war dann nur noch im Überlebensmodus. Und Überlebensmodus heißt nach vorne und den Gegner, der wo vor dir steht, egal wie, zu zerstören. Und das hat man ja dann in der zweiten und dritten Runde gesehen, dass ich immer noch nach vorne gegangen bin und ihn unter Druck gesetzt habe. Und das konnte der nicht glauben. Der war perplex, der konnte es nicht fassen, dass ich immer noch so den Drang habe, nach vorne zu gehen. Und ich hatte ihn auch dann, ja, sieht man dann später, ein paar Momente gehabt, wo ich ihn hätte beenden können oder mehr draus machen können, sagen wir es mal so. Und da war die Rundenpause, war ich schon am Pumpen, klar. Soll mir erstmal nachmachen. 40 Sekunden in einem Choke zu sein oder 41 Sekunden und dann noch so rauszukommen und direkt nach vorne zu gehen. Ja, hier sieht man den Zeitlupe nochmal, den schönen Treffer von ihm. Ja, er kommt auch nach vorne direkt. Er hat schon Bock gehabt, ja? So ist nicht. Hier den schönen Sweep mit dem Fuß ihn auf die Matte gebracht. Und jetzt haben wir hier ein ähnliches Thema wie bei Rafael Xavier und Matteo Strelzi. Ja, hier war er schon eng. Man sieht auch, wie er mit dem Kopf eng geht. Der komplette Unterarm ist unter dem Kinn. Das heißt, unmenschlich, was der ausgehalten hat. Nur noch der Hals dazwischen. Wir sehen auch, man sieht auch an meinem Kopf die Adern.
Also da hat nicht mehr viel gefehlt. Wirklich, es war kurz davor, dass ich umfalle. Da hat wirklich nicht mehr viel gefehlt. Also das war einer der krassesten. Ich habe ja wirklich schon viel erlebt im Leben. Viel Scheiße gebaut und viel mitgenommen und alles. Und, aber das war einer der krassesten Momente, was so eigentlich schon fast so Nahtoderfahrungen angeht, erlebt habe. Und ja, aber man sieht, wenn man will, kann man alles schaffen. Aufgeben gibt's nicht, Sportfreunde. Aufgeben gibt's nicht. Never. Wiliskowicz trägt. Und trotzdem schafft er es irgendwie da rauszukommen. Absoluter Wahnsinn. Ja, und jetzt auch direkt nach vorne wieder. Auch zum Körper versucht zu arbeiten. Ja, kommt dann mit Kicks. Ja, und da direkt schön hinterher. Ja, ich musste den Kampf dreckig machen. Nicht sauber kämpfen, dreckig kämpfen gegen ihn. Und unter Druck setzen, egal wie. Ein sehr Haudegen ist. Ja, Wiliskowicz muss jetzt eben ganz entspannt bleiben, wenn er hier den Kampf gewinnen will. Eigentlich so. Da habe ich schön den Ellbogen von ihm ausgewichen. Er steppt nach vorne mit einem Step-In-Elbow. Und ich bin abgetaucht und habe ihn dann schön mit einem Trip-Takedown runtergeholt. Und ja, damit hat er auch nicht gerechnet wahrscheinlich. Hier schönes Knie zum Körper. Jungwirth hat jetzt gesehen, dass er hier mithalten kann. Und geht nach vorne. Er muss aber auch seine Angriffe effektiv. Da schön die Rechte durchgesteckt. Die hat ihn auch dann runtergeschickt. Mit dem Bein gefangen auch. Und direkt in die Oberlage. Aber unser Plan war, sich mit ihm nicht in der Guard aufzuhalten. Nur wenn ich wirklich dran bin, wenn ich ihn angeklingelt habe oder so und ihn unter Druck setzen kann, nachsetzen, dann okay. Aber so war dann unser Plan, wieder auf die Beine zu kommen. Das habe ich dann in dem Fall auch gemacht, mich gelöst und aufgestanden und ja. Jetzt hat er die Full Guard, geht hier zum Körper, aber auch in der ersten Runde. Hat Wiliskowicz schon Submissions angesetzt. Jungwirth ist das zu heiß, der geht wieder aus der Guard raus. Hier nehme ich ein bisschen Luft raus aus dem Kampf, bin trotzdem aber noch aktiv. Versuche die Beine ein bisschen zu treffen. Und warte, bis der Ringrichter dazwischen geht und ihn aufstehen lässt. Also er ist wirklich gefährlich. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, Wiliskowicz hat im Dezember sein Schwarzgurt im BJJ bekommen. Vielleicht möchte er heute etwas aus der Trickkiste im Brazilian Jiu-Jitsu zeigen. Aber Wiliskowicz muss wieder... Ja, schön ausgewichen, dann direkt gekontert mit der rechten. Wieder. Ja, da wollte ich mit dem eingesprungenen Knie reinkommen. Wiliskowicz hat sich hier kurz beschwert, aber der Referee lässt weiterlaufen. Immer schön nach vorne. Ja, er kommt immer schön mit dem rechten Haken, auch mit dem Bodykick, aber er hat mich nicht einmal getroffen zum Körper. Immer schön auf den Ellbogen. So immer schön, die Deckung war da. Da auch keine Treffer von ihm. Ja, das Tieftritt. Ja, die Dinger, die tun schon kurz weh, aber ja, man muss weiter. Also da unterstellen wir keine. Ja, war ein Streifschuss. Keine Absicht, tut trotzdem weh, aber jetzt hat Jungwirth 5 Minuten Zeit, um sich zu erholen. Und die Fans pushen ihn nochmal. Natürlich. Natürlich. Aber ein Christian Jungwirth, den kriegt man nicht klein, auch wenn er mal versehentlich einen Tieftreffer abbekommt. Ja. Der lässt sich einfach durch nichts und niemand aufhalten. Selbst wenn man mit einem brandgefährlichen BJJ-Schwarzgurt mit einem zugezogenen Rear Naked Choke auf dem Rücken sitzen hat. Krank, das war eine Aktion, Alter, das war... Will man diesen Mann bitte aufhalten? Ja, also ich bin immer noch sprachlos über die Aktion in der ersten Runde. Und Jungwirth... Da, direkt wieder nach vorne. Jetzt kommt, glaube ich, ein High-Kick von mir. Da habe ich ihn auch angeklingelt. Ja, jetzt von ihm erst und dann von mir. Schön. Ja, da hat er gleich den Clinch gesucht. Ja, er wackelt schon. Der ging, glaube ich, noch durch die Deckung durch. Wiliskowicz hatte die Deckung oben, aber diesen Impact merkt man trotzdem. Wenn jemand so einen Kick auspackt.
wie Christian Jung wird. Der kann nicht nur boxen, auch die Kicks von ihm. Wir haben eine. Ja, versucht er auch zu clinchen. Und ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass Viličković. Boah, schön, schöne Rechte von mir. Das habe ich. Ha! Bin ich schön reingekommen, bam! Nochmal, zweimal die Rechte. Ich spule mal kurz zurück. Ja. Da habe ich ihn auch dann gehabt. Schön. Ausgewiesen. Linke Haken, rechte gerade. So haben wir gearbeitet, auch an dem Bratzen. Das habe ich in dem Fall umgesetzt. Das hat er auch gemerkt. Aber hier, schön, schöner Highkick von ihm. Und hier hat er mich mit so einem Drip Takedown wieder bekommen. Hat mein Bein nicht mehr rausbekommen, weil der Fuß von mir war schon gestreckt und bin nicht mehr rausgekommen. Hat er schön gemacht und clever. Ja, mich ja, zu kontrollieren dann wieder am Boden und ja. Das hat mir, der Joke, wirklich, das hat mir von meinen 100% bestimmt 40% gekostet. Also ich fahre jetzt, sage ich mal, 60% von meiner Leistungsfähigkeit. Und das hat mir auch Saft gekostet, Energie. Und das soll mir erstmal einer nachmachen. Nach so einem Ding immer noch den Drang zu haben, nach vorne zu gehen, zu marschieren, den Gegner zu beenden mit jeder Sekunde. Und klar, es hat nicht mehr so funktioniert, wie es sein sollte. Die Kopfbewegungen und so waren nicht mehr so da. Aber wie gesagt, sollen wir erstmal eine nachmachen. Und dann können wir weiterreden. Dann können wir weiterreden, Sportsfreunde. Ja, hier sucht er. Ja, schlüpft in den Mount. Hier versuche ich jetzt, seinen Arm zu greifen und zu drehen, aber er ist rausgeschlupft und schlupft dann in meinen Rücken rein. Das war ein dummer Fehler von mir. Und ja, an so Sachen müssen wir arbeiten. Und er versucht jetzt wieder in den Choke zu kommen. Und ja. Jetzt habe ich auch versucht, jetzt seinen Kopf zu greifen, aber der Boden war schon so rutschig. Hier sieht man, versuche ich zu greifen und vorzurutschen, aber es hat leider nicht geklappt. Weil er wusste ja auch, was ich vorhab, er kennt es ja auch und hat dann in dem Fall ja, Glück gehabt, dass ich es nicht geschafft habe, wow, im Moment ihn abzuschütteln. Eliskovic wieder mit der Backmount. Aber Jungwirt versucht sich da rauszudrehen, hält die Hände von Viličković fest. Das heißt, somit keine Chance, den Rear Naked Choke anzusetzen. Hier wollte ich meine Schultern zu Boden zu bringen, aber ja, die Runde war dann schon fast vorbei. Ja, sollen wir erstmal einen nachmachen. Einfach brutal. Zweite Runde. Runde 1, Viličković. Runde 2, Jungwirth. Könnte man so geben. Könnte man ja, schwierig, schwierig. Er hat noch den Takedown geholt und ja, man muss ehrlich sein. Meine Takedown-Defense, die sitzt eigentlich wirklich gut. Aber wie gesagt, ich bin da körperlich und physisch, geistig, bin ich wirklich, es geht immer weiter, es gibt ein Limit, aber es gibt über dem Limit immer noch weiter. Und, aber es hat halt nicht mehr so, der Kopf war nicht mehr so da. Und, ja, das war das Problem. Ich war dann im Überlebungsmodus. Ja, schöner Highkick von mir. Ja, schön die Rechte. Und dann nochmal, bam. Genau das haben wir an dem Bratzen auch geübt. Und da habe ich auch im Sparring den einen oder anderen schön getroffen. Das waren genau die Sachen und das habe ich in dem Fall nur einmal gemacht. Zu wenig. Ja, hier versucht er auf den Takedown zu gehen. Jetzt merkt man seine Cleverness. Er kommt nicht mehr so durch bei mir und versucht mich
mit seinem linken Knie zur Leber zu treffen. Aber er hat mich nicht einmal getroffen zum Körper. Meine Deckung, die war immer da. Also der Ellbogen war immer an der Leber. Er hat mich nicht einmal getroffen. Mein Ellbogen danach war zwar angeschwollen und dick und blau. Und, ja, blau vielleicht nicht, aber angeschwollen. Und ja. Aber man sieht seine Erfahrung. Und ja, das hat er clever gemacht. Versucht. Ja, zum Körper. Schön von mir. Schön, die richtig. Ja, er setzt immer die Takedowns an. Fintiert. High Kick wieder von mir. Christian nun bitte nochmal in den Vorwärtsgang. Der arbeitet hier weiter. Ja, er kommt immer mit dem Haken, rechten Haken. Ja, der Kampf steht auf Messers Schneide. Die dritte Runde entscheidet wahrscheinlich, was für ein Punktrichterurteil und was für ein Tipp vor Game Changer. Ja, schon wieder mit dem Knie versucht, aber trifft zur Deckung. Jetzt mit dem. Das war der Cut. Das war der Cut von ihm. Ich wollte in dem Moment den rechten Ellbogen schlagen und er schlägt auch den rechten, aber er ist größer, hat die bessere Reichweite, trifft mich an der Stirn und der Cut öffnet sich. Und ja, ein Ellbogen ist wie ein Messer, das schneidet direkt. Und das habe ich auch direkt gemerkt. Vom Schlag her war es keine Wirkung. Klar, so ein Ellbogen auf die Stirn, das merkt man schon. Aber es hat mich jetzt nicht irgendwie beeindruckt oder so. Aber ich habe gemerkt, okay, das Ding ist auf und da kommt jetzt dann gleich Blut raus. Und ja, man sieht es ja. Wie schön blutig dann der Ring war. Geil, einfach geil. Ich wollte gerade sagen, man sieht aber ganz schön viel Freude gerade bei dir im Gesicht. Ja, Mann. Ja, geil einfach. Ja, auch wieder schön zu Körper, zu Leber. Auch schöner Kick von mir. Ja, aber gerade dieses Geballer ist die Art von Kampf, die Jungwirt gefällt und wo er mit der Brechstange und mit seinem Kämpferherz einfach einen enormen Vorteil hat. Das ist nicht der technische Kampf, den Veličković kennt. Ja, schön. Das haben wir auch viel an der Bratze geübt und im Sparring drauf geachtet. Auf seine linke gekontert, bin ich raus und dann mit der rechten direkt rüber. Das habe ich gut gemacht, auf das habe ich auch gewartet. Und ja, aber zu wenig einfach, weil mein Kopf wirklich, der war, ihr müsst sehen, verhältnismäßig, zu 99% der Leute, die hätten getappt, wären eingeschlafen oder wären niemals körperlich, fitnessmäßig nach vorne gegangen, dann die zweite und dritte Runde, wie in meinem Fall. Also von daher war es immer noch okay, aber natürlich war viel mehr drin von mir und ich weiß es ja. Ja. Ja, versucht auch wieder schön mit den Ellbogen mich zu treffen. Hat er nicht, aber gut. Künschen, ein bisschen zermürben noch. Dreckig machen den Kampf, dreckig machen. Reingehen in den Dirty Boxing Style, das ist meins. Ja, merkt man. Ja, schön hat er wieder versucht mit dem Knie zu treffen, aber wie gesagt, die Deckung war immer dran an der Leber. Hier, schöne Rechte von mir getroffen. Ja, schöner Highkick von ihm, hat er getroffen, auch die linke hinterher und aber hat mich jetzt nicht irgendwie beeinflusst. Ja, auch wieder Bodykick von mir. Ja, schöne Rechte wieder. Hier! Dieser Scheißmoment, das regt mich so auf im Nachhinein. Er war am Cage, er dreht sich weg. Ich hätte nur eine Overhand schlagen müssen oder einen Ellbogen von oben runterziehen. Der Typ, der wäre zerbrochen. Der hat auf den Moment gewartet. Aber ich war da so in meinem Überlebensmodus und ich habe es nicht gesehen in dem Moment. Das ist ein Bruchteil von einer Sekunde gewesen, nicht mal Millisekunden. Aber ich habe das nicht mehr wahrgenommen mit den ganzen Umständen. Und ja, das muss ich nochmal kurz zurückspulen. Nach vorne schlägt
eigentlich ununterbrochen. Hier, da dreht er sich dann weg. Dreht er sich dann weg und dann Ellbogen von oben oder eine Overhand. Der Typ, der wäre runtergegangen. Jetzt, in dem Moment, bam, von oben, hinter das Ohr. Und hier versuche ich, habe ich den Ellbogen von vorne gemacht. Ich hätte ihn von oben schießen müssen. Das war der Moment, wo ich hinten beenden können. Ja. Hier versucht er nochmal einen Takedown, den verteidige ich. Hier sprawl ich dann nach hinten. Mach Druck. Mach noch Schläge zum Körper. Kopfkontrolle, da habe ich gemerkt, er versucht auf den Beinangriff zu gehen. Hier in diesem Moment war ich am Drücker. Und ich habe gewusst, ich habe nur noch 2 Minuten Zeit. Ich hätte alles rausgefeuert, was ich hatte, was ich hätte, gehabt hätte. Und das, der Moment, ich hätte ihn beendet, wirklich. Ich weiß, er war gebrochen, er war mental durch, er war physisch, körperlich, er war am Arsch, er war durch. Hier schön in die Mount gerutscht. Gut, man sieht halt, schön blutig, das Blut läuft raus. Ich mache dem Ringrichter mache ich keinen Vorwurf. Er weiß nicht, woher der Cut kommt. Er weiß nicht, ob das oben an der Stirn ist von mir oder am Auge. Er muss mich aufstehen lassen. Okay, da mache ich keinen Vorwurf an ihn. Aber wenn das nicht gewesen wäre, ich hätte ihn beendet am Boden. Ich hätte ihn beendet, 100%. 100%, und davon war ich überzeugt. Aber gut, er muss seine Arbeit machen. Wie es gehört, er muss den Cut kontrollieren lassen. Und es war halt für den Bojan... Das war die Rettung. In dem Moment wurde er gerettet. Und man sieht schon, er hat das ganze Blut auch. Gut, Blut auch von mir. Geil. Und wie ich blutüberströmt bin. Das ist der Kampf. Das ist sowas, wollen die Leute sehen. Geil. Geil, wenn ich das sehe. Brutal. Hammer. Wenn ich mich so blutüberströmt sehe. Wo ich gemerkt habe, die Leute, die feiern das. Es war. Ich habe wirklich, ich habe innerlich, ich habe so gelacht, so vor Freude, weil das ist genau für solche Momente lebt ein Sportler. Für solche Momente, da habe ich Tränen in den Augen. Das ist jenseits von Udo Böse und der macht weiter unaufhaltsam. Ja, ich habe mir auch zu dem Ringrichter, dem Lotti, habe ich auch Ringarzt gesagt, wehe, du brichst den Kampf ab. Wehe, du brichst den Kampf ab. Hier versuche ich auch noch ein bisschen zu atmen. Und ich habe schon gemerkt, der Bojan, der war durch. Der war durch. Und hier jetzt auch direkt nach vorne mit einem eingesprungenen Knie. Und ich war bereit für alles, ihn zu beenden, zu töten, alles. Jetzt nach vorne. Gibt es nur noch, ja, wild nach vorne. Ist halt, ja, das ist halt mein Ding. Der versucht auch mit dem Knie. Er macht's schlau, er winkelt raus dann. Hier, schöne Aufwärtshaken von ihm, trifft er mich, okay, aber... Wow! Ich bin absolut sprachlos und auch Bojan Miličković weiß so langsam nicht mehr, der ist mit seinem Latein am Ende. Ein kleiner Fehler von mir, das Bein nicht fangen hätten müssen, ich hätte direkt die Oberhand reinschlagen müssen. Und hier... Ach. Ein dummer Fehler von mir. Ich mache den Step through und wollte mit der linken zu Leber. Step raus mit dem rechten nach vorne, wollte zu Leber. Und in dem Moment taucht er ab und holt den Takedown. Und hat ihn somit ja, eindeutig den Sieg gegeben. Und ja, hätte ich das vielleicht eventuell auch noch verteidigt, okay, dann wäre es noch knapp gewesen, aber... Ja, er hat es schlau gemacht, muss man ihm lassen, Respekt an ihn. Und ja, wie gesagt, ich kämpfe das Champions League, wo ich bin. Champions League, und das können alle was. Und das ist High Level, wo ich mich befinde. Und ja, wie gesagt, Respekt an Bojan, Glückwunsch, dass er gewonnen hat. Und hat er aber Glück gehabt, auch dass ihm ein paar Momente im Kampf gegeben wurde, wo er gerettet wurde von mir.
Und die hat dann nochmal den Takedown geholt und hat mich dann kontrolliert. Und ja, das war dann auch so rutschig mit dem ganzen Blut. Ich konnte dann auch nicht mehr richtig aufstehen, weil ich mehr gerutscht bin. Und ja, da habe ich leider auch meinen Rücken wieder gegeben. Und wie gesagt, mein Kopf hat nicht mehr so klar denken können, funktioniert. Und ja, wie gesagt, soll mir erstmal einer nachmachen. So rutschig ist, es ist so viel Blut an den Schultern im Gesicht. Mama mia! Was für ein Kampf! War total geil. Christian Jungwirth hat seinen Namen nochmal auf ein ganz neues geil. Level gehoben mit dieser Leistung heute. Allerhöchsten Respekt an beide Kämpfer. Ja. Sowohl an Christian Jungwirth als auch Bojan Vidičković. Ja. Wusstest du in dem Moment schon, dass es nach Punkten nicht für dich ausgeht? Ja. Habe ich gemerkt. Weil er hat es schlau gemacht. Er hat die zweite Runde dann den Takedown noch geholt, in der dritten Runde dann noch den Takedown. Und da wusste ich, dass es leider nicht ganz gereicht hätte. Aber eine vierte und fünfte Runde hätte er niemals überlebt. Niemals. Und ich habe auch zu dem André gesagt, ich hatte auch dann irgendwie in einem Interview gepostet, wo ich eine Woche später dann schon im Lauftraining war, habe ich ihm ein Video geschickt, dass ich 5 Runden kämpfen will, 5x5 Minuten. Und ja, dann gucken wir mal, was die Zukunft so bringt. Und ja, ich bin einfach ein 5-Runder. Wenn man sieht, die ganzen Kämpfe, die Leute, die brechen nach der zweiten oder allerspätestens in der dritten Runde, egal wer, die brechen ein. Und ja, ich bin ein Mann für die 5 Runden. Und die hole ich mir auch, die 5 Runden. Ja. Nee, es war ein geiler Kampf. Leider nicht mit einem guten Ergebnis für mich, aber wie gesagt, der Kampf hat mich zur lebenden Legende gemacht in Europa. Und da bin ich schon stolz drauf, weil mir haben so viele Leute Nachrichten geschrieben. Ich danke euch dafür und tut mir leid, dass ich nicht alle beantworten konnte. Nimmt es mir nicht übel. Aber die Situation motiviert so viele Leute, weil das kann man aufs Leben übernehmen. Weil du bist am Boden, liegst am Boden, egal. Das Leben hat dich zerstört. Du bist am Arsch. Du weißt nicht mehr weiter. Aber dann mit deiner letzten Kraft, mit deiner letzten Energie stehst du auf, bin ich da aufgestanden. Und ja, und das... Ja, das bringt mir am Ende wahrscheinlich für mein späteres Leben nach der Karriere dann mehr. Und einfach die Leute als ja, zu motivieren auch. Wer weiß, was das Leben dann später noch bringt für mich. Und ja, das ja, war wirklich High Level. Geil, ja. Dass alles geht, wenn man will, dass man alles erreichen kann, wenn man diszipliniert ist, ehrgeizig, Wille hat und fokussiert ist und sein Ziel kennt. Und das ist, den Leuten gebe ich Mut und Hoffnung und es freut mich. Und das gibt mir auch Kraft und Motivation, um noch mehr weiterzumachen, um ja, einfach noch weiter mich zu verbessern, noch weiter alles aus mir rauszuholen, weil ich habe noch lange nicht mein Potenzial erreicht. Und ausgeschöpft und ja, das, ich will mich stetig weiter verbessern und das werde ich auch. Und ja, jetzt kommt dann Frankfurt, 16.09. und dann heißt es wieder Feuer frei. Was wir den Leuten noch ganz kurz erklären können, weil das, glaube ich, nicht ganz so klar ist, ist, ob du jetzt wieder und wie du im Turnier drin bist, weil viele jetzt davon ausgehen, dass du sicher wieder im Turnier kämpfen wirst. Ich bin ja... zum Glück von dem Fanvoting bin ich ja auf die Nummer 1 gewählt worden. Und danke nochmal an alle, die für mich gewotet haben. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich bin ja als Reservekampf, laufe ich neben dem Turnier von dem Halbfinale. Wenn sich einer verletzen sollte von den Halbfinalisten, dann rutsche ich automatisch rein als Erster und kämpfe dann quasi im Halbfinale weiter. Und kämpft dann aber in Frankfurt als Reservekampf, sicherer Reservekampf. Und ja, zum Beispiel einer schafft sein Gewicht nicht oder so, dann kann ich
automatisch an dem Tag eventuell reinrutschen. Wer weiß? Ich bin ready. Ja.